Siamesische Zwillinge. Auf der linken Seite der 150er, rechte Seite 125er. In Italien darfst du mit einer 125er nicht auf die Autobahn, aber mit einer 150er. Das ist interessant. Da stehen überall Schilder ab 150 Kubik. Deswegen ist die so beliebt in Italien. So ein kleines bisschen, um so die Kids von der Autobahn wegzuhalten. In Deutschland darf man ja auch mit der 125er auf die Autobahn. Grüß dich, Thomas Reiter. Ja, hallo. Ja, 150er. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die auch in Deutschland gibt, die 150er. Ich habe gedacht, die gibt es nur in Italien. Ja, die gibt es auch noch nicht ganz so lange in Deutschland, weil die Deutschen wollten eigentlich immer mehr Hubraum haben. Also so ab 300 Kubik. So, und jetzt ich habe eben noch gewitzelt, habe gemeint, das macht ja gar nicht so viel aus, die 25 Kubik. Du sagst aber, das merkst du schon. Die Motorradfahrer, die nehmen sich immer gern den 150er, weil du hast dadurch einfach ein besseres Drehmoment. Die hat knapp 160 Kubik. Und wir haben hier 17 PS, klingt vielleicht nicht so viel, aber diese guten 3 PS Unterschied, die merkst du schon im Anzug. Das heißt, die fährt jetzt knapp 180 dann? Ja, sagen wir 110, aber darum geht es eigentlich hier. Das geht dort der Anzug. Der Anzug. Und wir haben sehr viele Leute, die sich das Fahrzeug kaufen, die ein Wohnmobil haben. Und die fahren dann auch öfters mal zu zweit drauf oder gehen auch was Kleines inkaufen. Und da hast du hier halt wirklich, kannst du auch besser beschleunigen halt. Sehr schön, das ist da. Brauche ich aber jetzt einen Motorradführerschein. Wenn ich den nicht habe, zum Beispiel so alt bin wie du. Ja, genau. Du darfst ja ganz ohne Führerschein fahren. Mit 25 dürfte ich ganz ohne Führerschein fahren. Ja. Ansonsten gibt es ja den B196. Ja. Dann dürfte ich die hier fahren. Das ist die 125er. Denn ich glaube, wenn man vor 1980 den Führerschein bekommen hatte, den Autoführerschein. Im April irgendwann war so die Deadline. Vor 1980 gemacht, dann darf man die fahren, ja. Darf man die fahren, so. Das ist die 125, braucht man aber auch keinen Motorradführerschein für. Man braucht eine Erweiterung des Autoführerscheins, heißt B196, gibt es noch gar nicht so lange. Man muss keine Prüfung machen, man muss nur ein paar Fahrstunden machen, bekommt dann vom Fahrlehrer, kriegt man dann bescheinigt, dass man das gemacht hat, geht damit wohin, zur Stadt? Zur Führerscheinstelle und das kriegst du dann eingetragen. Also B196 Führerschein, wie du schon gesagt hast, 4 Theorie, 4 praktische Stunden in der Fahrschule, brauchst keine Prüfung abzulehnen. Bedingung ist, Minimum muss 5 für den Autoführerschein haben und Mindestalter 25. Darf man nicht nach Frankreich fahren damit? Nein, noch nicht. Noch nicht, da sind die dran. Da sind die dran. Also ich finde das sowieso schlimm, weil es gibt ganz viele Länder, da kannst du mit der 125 einfach im Autoführerschein fahren. Also zumindest mal in Frankreich geht das so und so weiter. Aber ich denke, da gibt es ja nächstes Mal eine Harmonisierung, zumal wir hier an der Grenze sind. Aber viele betrifft das ja gar nicht. Also die, hier in Deutschland sagen so, ich bin in Köln, ich fahre sowieso nie nach Holland damit. Das sieht man. Die Farbe ist richtig schick. ABS hat sie. Die hat alles das, was man sich wünscht, inklusive einem schnurlosen Schlüsselsystem. Das heißt, der Schlüssel, der kann im Sack bleiben. Ja, wir haben einen Smart-Key-Schlüssel, der ist sehr komfortabel. Ich zeige mir gerade hier in die Kamera. Den hast du einfach nur in der Tasche und dadurch kannst du die Zündung anmachen, das Fahrzeug starten und die Besonderheit auch ist Topcase schlüssellos öffnen. Sag mal. Ist hinten ein Taster. Topcase, also nicht nur das Topcase, du kannst sogar das Helmfach, kannst du auch noch schlüsselos machen. Hier einfach drauf drücken, zack. Ist es dabei immer das Topcase? Serienmäßig dabei. Serienmäßig, weil das kostet ja normal, ich glaube das abschließbare Topcase bei der PCX kostet fast 1000 Euro, ne? Ja, das hängt damit zusammen, weil es das Smart-Key-System ist. Aber Honda hat sich hier bei dem Roller entschieden mit Topcase immer serienmäßig. Also Topcase ist dabei, dann hat es hier natürlich eine Lehne für den Sozius. Sorry, machen hier noch weitere Staufach. Boah. Geht auch ein Helm geht rein. USB-Steckdose hier. Kommst du sehr gut bei. Krass, ja, riesengroß. Und dann hast du ein riesengroßes Display. Mhm. Ich werde da schon ganz neidisch hier. Die PCX hatte auch ein schönes großes Display, aber das hier ist so ähnlich, gell? So 11,8 Volt. Die hat auch Start-Stopp-Automatik. Die hat eine Start-Stopp-Automatik drin, du hast eine Traktionskontrolle für die Sicherheit und ABS hast du auch mit dabei. Auf beiden Rädern ABS oder vorne? Auf beiden Rädern. Auf beiden Rädern, das heißt, du kannst beides durchziehen. Ja. Das ist auch wirklich krass. Was ist? Ach, das hier ist die Start-Stopp. Das ist die Start-Stopp und ich lasse mal ganz kurz laufen, weil dann hört man den Stator. Das ist ja Generator und Stator in einem. Hier einfach die Bremse ziehen und zack, da hast du keinen Anlass mehr, der ist direkt da. Und genauso ist die Start-Stopp-Automatik. Die ist sehr leise, also jetzt in der Praxis, die wird auch noch leiser, wenn sie ein bisschen läuft. Ja, geht an der Ampel aus? Geht an der Ampel aus.
Wenn du das nicht möchtest, kannst du es aber hier auch ausschalten. So, ich habe das am Anfang ausgemacht. Nach irgendwie 5-mal Fahren habe ich es angelassen, weil das so geil ist bis an der Ampel und kein Mensch hört dich mehr. Ja. Fast wie ein E-Motorrad. Und wie gesagt, durch den Stator, ich kann mich da nur wiederholen, gibst du Gas und ist er direkt ja nochmal da. Das ist kein Anlasser, das ist die Lichtmaschine, die gleichzeitig Anlasser ist quasi, oder? Das ist High-End, oder? Das ist Stand der Technik heutzutage. Stand der Technik. Also es ist wirklich so gut, dass man es in der Praxis vergisst. Die Bremsanlage ist absolut erhaben. Und ich sehe gerade, die 150 hat eine größere Bremsanlage. Oder täuscht mich das? Nein, die hat die gleiche Bremsanlage. Die gleiche Bremsanlage, okay. Also die ist, ja, es kann so sein, weil die vorne weiß ist, dass es so ein bisschen besser wirkt. Dürfen zwei Leute fahren? Ja, zwei Leute dürfen mitfahren. Wir haben hier auch eine sehr gute Ausleuchtung durch die LED-Scheinwerfer. Ist, finde ich, auch optisch sehr sportlich gemacht. Hier vorne so ein kleines Standlicht, dann hier unten das Abblendlicht. Sag mal, ist der Preis der gleiche bei der 150er oder 125er? Der unterscheidet sich von 200 Euro. Also, das heißt, was ist denn jetzt teurer, die 150er oder die 125er? Die 150er ist ein bisschen teurer. Man hat zurzeit ein super Angebot, eine Tageszulassung, ganz frisch jetzt, von 4.480 auf 4.080, also 400 Euro nochmal reduziert. Bei der 125er? Bei der 125er. Mit Topcase? Mit Topcase. Das heißt, die ist wesentlich günstiger wie die PCX, wenn ich die vergleiche, das Topcase dazu nehme, bin ich viel teurer bei der PCX. Da hast du recht, ja. Also wenn man jetzt das Topcase bei der PCX dazu rechnest, dann fahrst du hier, das bessere Angebot. Zeig mal jetzt das nächste, die 150er. Dann haben wir noch die 150er von 4.680 auf 4.280. Verfügbare Farben bei der 150er, da hätten wir das schöne Matt-Weiß, wie es hier steht. Das ist so ein Pearl-Effekt. Pearl-Effekt mit Matt. Sieht schön aus. Und du kriegst sie noch in klassisch schwarz, ach Pearl-Effekt, aber dann mit Klarlack. Also. Hast du ein paar reinbekommen eigentlich? Ja, wir haben einiges an Lager. Also wenn ihr die plant, praktisch wieder zu verkaufen, mein Tipp ist, nehmt die 125er, weil der Boom ist schon noch da, B196. Wenn ihr euch an, ich sag mal, Leute wendet, die einen Führerschein haben, das ist schon spürbar. Wie viel PS sind es mehr? 4 oder was hat die? Es sind, lass mich mal kurz schauen, es sind knapp 17 PS bei der 150er und bei der 125er 13 PS. Also das ist mit der 125er auch schon gut unterwegs, so ist es nicht. Ich habe die ja gefahren, die PCX, die geht schon. Ja. Mit zwei Leuten im Berg hoch, steiler Berg, so ungefähr 60, 65, also fährt die einen steilen Berg hoch. Auf der Autobahn mit angelegten Ohren 107 habe ich hinbekommen, okay. Also mit der PCX zumindest mal. Ist die Frage, wie oft man zu zweit fährt. Also ja, meinem Sohn war ich unterwegs, ja, okay. Der war jetzt, also das Ding macht Höllenspaß. Also es ist wirklich ein total problemloses Moped. Du holst sie aus dem Schuppen raus im Frühjahr, drückst auf den Anlasser und läuft. Also es ist wirklich so. Ja gut, die 150, wie der Thomas schon gesagt hat, ist interessant für Leute, die den Motorradführerschein haben, noch ein Zweitfahrzeug suchen oder für das Wohnmobil. Aber dadurch, dass der Führerschein vorhanden ist, greifen die eher zum 150er, weil man ein bisschen mehr Leistungsreserven hat, wenn man auch wieder, wie du schon gesagt hast, nur so zweit fährt. Ne? Also kommt mir jetzt nicht mit der 350er, die kostet nämlich fast das Doppelte, muss man fairerweise sagen. Also das ist eine andere Liga, denn hier liege ich dann bei 7.060 Euro. Wenn du das vergleichst mit 4.200 Euro, das ist nochmal eine gute Ecke teurer. Habt ihr auch da die 350er, aber ich sag mal, die 150er ist ein Hammer, oder? Muss man schon sagen. Die ist echt sehr beliebt, die 150er, weil du hast ein geringes, das Gewicht von der 125er und hast aber noch mal einen Tick Leistung mehr. Das spürst du. Also ich krieg auch, was wiegt die Kunden, ungefähr, die 150er? Ich kriege von den Kunden immer gesagt, die wiegen 138 Kilo vollgetankt. Vollgetankt? Ja. Wenn, dann müssen wir es aber fairerweise mit der SH350 vergleichen. Die haben wir auch da. Die SH350 ist ja, wo? Die steht hier um die Ecke. Schade, jetzt hätte ich hier die schon fast niedergemacht, ja. Vom Preis her, die kostet immer noch 6.600 Euro, aber die ist jetzt auch vom Fahrwerk ein bisschen größer? Die ist auch ein bisschen schwerer, die hat jetzt dann 29 PS und das ist dann halt, ja, für jemanden, der halt den Motorradführerschein hat. Okay, also das ist dann die Wahl auch, aber viele lieben ja auch den Preis, also 4.3 und 6.6 sind nochmal 50% mehr. Klar, wer das Geld hat, Thomas. Ja gut, Geld ist das eine halt eben, wer halt eben mehr Leistung will, der wird eher auch hier zu der 350er greifen. Aber wenn, wie gesagt, gerade unser Wohnmobilfahrer ist doch ein größeres Thema, wie man denkt. Und da spielt das Gewicht eine große Rolle, wenn ich das Ding irgendwo schieben muss oder verladen muss in die Garage rein. Und da ist halt eben der SH schon wirklich unschlagbar. Ne? Viel wichtiger als das Gewicht ist die Höhe, wenn man die, ja, ist natürlich das Topcase. Also es ist natürlich so eine Geschichte. Man kann es nicht abmachen, das Topcase, oder? Doch, das kann man abmachen. Kann man abmachen. Leicht, oder? Willst du gerade vorführen? Ja, mach mal.
das kann ich runternehmen. Das heißt, ich könnte die Spiegel abnehmen, könnte das Topcase abnehmen und habe sie dann ganz flach. Ja, klar. Wir haben also auch schon viele Kunden, die haben ihr Wohnmobil mitgebracht, haben das ausprobiert. Je nachdem hast du ja vielleicht einen Heckträger. Und wie gesagt, da willst du nur einen Handgriff. Ich kann nicht der Topcase abheben. Das geht ratzfatz. Ach so, und der hat unsere Schleifkontakte dann, oder? Ja. Ach da, warte mal, wo sind die Schleifkontakte? Die müssen ja irgendwo, da vorne drin. Guck mal da irgendwo. Nein, die sind hier drin. Ja, ja genau. Ich meine, wenn jemand das Ding fürs Wohnmobil kauft, wie da Thomas auch schon gesagt hat, dann muss das Topcase abmachen und Spiegel ab und fertig. Jo. So, und dann zeigen wir noch die nächste Steigerung. Sollen wir die kurz zeigen, die 57er? Weil da vorne steht nur eine. Ihr habt doch eine da. Also, zwei Tageszulassung, 150er, 125er. Ja. Die Preise sind Hammer. Ja. Und 10% runter. Und wir haben gleich noch ein Video, werden wir drehen mit der Mode, glaube ich. Ja? Mit der abgespeckten Version, mit der Mode 125. Mode 125 und die habe ich mir gegönnt. Du bist mein Zeuge, Thomas. Vor drei Wochen haben wir die zugelassen. Und das ist ein 750er Roller. Damit erntest du an der Ampel in Saarbrücken neidische Blicke von allen Rollerfahrern. Also insbesondere von 125er Fahrern, die daneben stehen und fragen, wie viel Kubik hat die denn? Weil man sieht es nicht direkt. Gut, ich sage immer, das ist ein Motorrad im Rollerkleid. Also du hast ja hier die Fahreigenschaften vom Motorrad. Ist der 750er Motor mit knapp 59 PS. Und das Ganze in Verbindung mit Doppelkupplungsgetriebe. Die geht wie Hölle. Also ich habe den gefahren, hat einen kernigen Klang. Man kriegt, wenn man drauf sitzt, vom Klang nicht so viel mit. Aber der hinter dir, der kriegt das voll ab. Ja. Das ist, du machst so, also ist richtig schön. Und das geht auch. Kostet eigentlich 12.000 Euro. Ist eine etwas andere Liga. Ist eine andere Liga, aber auch die sind sehr wertstabil. Und die Verfügbarkeit ist da nicht so gut. Ja, hier steht ja noch eine, zumindest mal. Ist sie schon weg? Oder die ist noch frei und wir haben noch eine in mattblau, die wäre auch noch frei. Also 750er, bitte rümpft nicht die Nase. Da gibt es übrigens noch einen Bruder, der so ähnlich ist, der auch Automatik DCT hat, mit dem gleichen Motor, die auch sehr beliebt ist. Die XADV. XADV. Genau, XADV. Die kommt. Wir sind bei der Firma Reiter in Rehlingen. Und das Ganze gibt es auch, bitte, an der? An der Windmühle 7, ohne Saarbrücken sind wir auch noch in der Kurt-Schumacher-Straße. Ja, und das ist Thomas Reiter, ich danke dir recht herzlich. Danke auch, dass du mir die besorgt hast, denn die war auch nicht lieferbar die ganze Zeit. Die, wo wir hatten, die hast du bekommen. So, und die kommen aber jetzt so langsam rein, genau die Farbe habe ich auch bekommen. Ich habe sie noch ein bisschen gepimpt mit einer anderen Scheibe, ansonsten ist die so, wie sie kam, gigantisch. Man kriegt sogar einen Helm rein, also deswegen ist das Hinterrad ein bisschen kleiner. Aber muss schon sagen, das ist so ein richtiges Ding, draufsetzen, Spaß haben. Es hat Rollergene, man wird nur nicht auf der Autobahn gegrüßt. Das ist die einzige. Ich weiß nicht warum, weil sie sieht ja von vorn aus wie ein Motorrad, aber irgendwie es grüßt einen keiner. Ich habe schon anderes gehört. Ich habe auch ein paar Kunden, die sagen, viele Leute sagen immer, ist ja doch ein Motorrad. Tschüss, ihr beiden. Okay, ciao. Tschüss.